Freitagabend, herzlich willkommen aus der Donau-Arena in Regensburg. Der 51. Spieltag in der DEL 2, die Eisbären Regensburg zu Hause gegen die Krefeld Pinguine. An meiner Seite, wie gewohnt, Armin Wolf und der Torhüter der Eisbären, Jonas. Wir blicken zurück auf den vergangenen Spieltag der Eisbären in Dresden. Aus Regensburger Sicht fällt dieses Spiel mal wieder in die Kategorie, hätte alles ganz anders laufen können. Normal müssen wir 3-0 führen nach dem ersten Drittel. Ja, auf jeden Fall. Hallo erstmal nach zu Hause. Wir müssen auf jeden Fall in Dresden die Punkte mitnehmen. Wir haben das erste Drittel überragend gespielt, unendlich viel Torschancen gehabt. Ich glaube, es waren 14-8 Torschüsse oder irgend sowas. Aber die zwingenderen hatten wir und das ist das Entscheidende. Und dann im zweiten Drittel gleich mal so eiskalt erwischt, dass du zum Glück noch in der 39. und 40. Minute einen Anschlusstreffer schießt, weil sonst geht das Ganze wahrscheinlich ganz anders aus. Aber das ist halt einfach Spitzenmannschaft, die hinten zumacht. Und da können wir als junge Eisbären jetzt einfach mal noch viel davon lernen als Aufsteiger. Zwei Regensburger Spieler mit Gesichtsverletzung. Ganz ehrlich, liebe Fans, das hat schlimmer ausgesehen. Thomas Schwamberger, Marvin Schmid. Jetzt zählen wir mal die Stiche zusammen, mit denen sie genäht worden sind. Also ich glaube, wenn mich richtig erinnere, waren es in Summe 9 Stiche bei beiden. Beim Thomas waren es 5 Stiche an der Lippe. Der hat hier einen riesen Cut gehabt. Ja, hat krass ausgehen. Und bei Marvin hat man eigentlich gar nichts gesehen von außen, weil er innen genäht worden ist. Und ja, aber beiden geht's gut. Die spielen halt beide alles gut. Ja, einer spielt allerdings bei den Regensburgern nicht. Der ganz wichtige Spieler, Mr. Zuverlässig Richard Diewisch. Ja, Richie hat sich in Dresden leider verletzt und kann deswegen jetzt nicht mehr auflaufen. Und jetzt schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Müssen ein paar Untersuchungen abwarten und dann wissen wir bald mehr, wie es um ihn steht. Ja, wir haben dadurch natürlich in Regensburg jetzt neue Reihen, die wieder zusammenspielen müssen. Kai Losterberg rückt in die erste Reihe. Für ihn nicht das erste Mal, aber trotzdem vor so einem wichtigen Spiel gegen Krefeld auch vielleicht der Faktor, dass man die ersten Minuten sich erstmal wieder finden muss? Nee, jetzt nicht, weil wir wussten ja das schon am Dienstag, dass es schwierig wird mit Ritchie zum Spielen in Dresden passiert. Deswegen haben wir die ganze Woche auch so trainiert. Ich finde eigentlich die Reihenzusammenstellung ziemlich cool mit dem Gaio in der Mitte als Spielmacher, als Spielführer, als Lenker und Denker. Und dann hast du mit Osterberg und Schwamm brutal schnelle Außenstürmer, die das Spiel einfach lenken können. Und ich fände die Konstellation an sich eigentlich nicht aber so schlecht, wo du jetzt halt in das letzte Wochenende gehst mit einer neuen Konstellation, wo sich die Gegner auch nicht darauf einstellen können. Das kann durchaus auch Vorteile haben. Andrew Schembri hat gestern im Video-Interview auf Eisbären TV gesagt, wir haben gut trainiert. Wir freuen uns über viele Zuschauer, aber wir sind ganz ruhig. Ja, auf jeden Fall. Also ich war vorher die ganze Zeit in der Kabine, da ist hier noch ein bisschen gelacht worden, da noch ein bisschen gelacht worden. Im Prinzip ist es ein normales Spiel, 51. Spieltag. Du musst einfach in das Spiel gehen und wie man es letztes Jahr in den Playoffs auch hat, ich meine 80% der Mannschaft weiß es, einfach locker lässig da reingehen und deine Arbeit machen und dann wird das Richtige passieren, was der Eishockey Gott für dich vorgesehen hat. Und dann schauen wir einfach mal weiter, weil mehr kannst du eh nicht beeinflussen. Tobi, die Regensburger brauchen 2 Punkte, dann sind sie sicher in den Pre-Playoffs und das einen Spieltag vor dem Ende sozusagen. Wir müssen ja dann noch in Grimmitschau antreten. Frage an euch beide, eigentlich eine Sensation, oder? Ja, aus meiner Wenn ich mal beginnen darf, Jonas, eine klare Sensation. Vor der Saison hat jeder gesagt, Regensburg, Absteiger Nummer 1, haben fulminant angefangen, natürlich dann auch mal wie alle anderen Mannschaften eine Schwächephase gezeigt, aber jetzt zum Ende hinaus, auch der Spielplan gibt natürlich dann nochmal jetzt das dramatische Finale für alle Fans in der DEL2. Ja, bei mir schlagen jetzt 2 Herzen. Das ist einerseits das Spielerherz, das natürlich weiß, was in der Kabine abgeht und wie wir uns selber auf die Saison vorbereitet haben. Das ist das eine Herz und das andere Herz ist natürlich auch das Fanherz, weil so oft bin ich jetzt nicht am Eis bei den Spielen, kann aktiv eingreifen. Deswegen sage ich jetzt mal, ich nehme mich da jetzt mal ein bisschen zurück auch und lasse auch mal das Fanherz schlagen. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich hätte es wahrscheinlich nicht erwartet, auf den Positionen zu sein, wo wir jetzt sind. Ich hätte uns eher weiter unten gesehen, so bei aktuell 13, 14 in der Richtung, dass du ein bisschen mithalten kannst, aber dass du jetzt einen Tag vor Saisonende schon die Pre-Playoffs sichern kannst. Ein Traum würde ich sofort wieder unterschreiben. Aber da ist natürlich dann auch das Herz, das wir in der Kabine haben, aber das erzähle ich jetzt nicht, was wir da gesprochen haben. Das bleibt in der Kabine. Ja, das Herz schlägt natürlich nicht nur bei allen Regensburgern hoch, sondern auch bei allen Fans, die es mit den Pinguinen halten. Wir wollen ja mal auf den heutigen Spieltag schauen und haben natürlich heute das Duell hier in Regensburg. Aber beide Mannschaften, Regensburg sowohl als auch Krefeld, blicken natürlich auch auf die Ferne. Denn wir wollen natürlich aus Regensburger Sicht schauen, macht aus Nauheim zu Hause gegen die Karten Grimmitschau. Natürlich auch schaut man, was macht Dresden. Die sind 3 Punkte vor Krefeld, haben aktuell den wichtigen 4. Platz recht in den Playoffs bedeutet, spielen heute zu Hause gegen Freiburg.
Also ich bin mir sicher, beide Mannschaften schielen natürlich auch in die Stadien, auch wenn die Trainer das, Jonas, du wirst es bestätigen können, heute tunlichst vermeiden wollen. Ja, auf jeden Fall. Ich würd sogar noch das vierte Spiel mit dazu nehmen, und zwar Weißwasser gegen Ravensburg, was für uns so interessant ist. Weil, falls du jetzt heute wirklich diese Playoffs schaffst, spielst du gegen Freiburg oder spielst du gegen Landshut? Landshut ist natürlich kommerziell extrem attraktiv, wobei ich mir immer hundertprozentig sicher, es macht keinen Unterschied für die Eisbären, ob jetzt Ravensburg oder Landshut oder Freiburg. Ich persönlich muss aber ehrlicherweise gestehen, ich hätte wahrscheinlich lieber Freiburg, weil sie uns als spielende Mannschaft besser liegen. Deswegen ist das für mich auch noch eine relevante Partie, auf die wir schielen müssen. Und natürlich auch Landshut zu Hause gegen Bayreuth. Bayreuth ist voll in der Play-Down-Vorbereitung. Die werden alles tun, um den Sieg mit positiver Energie rauszugehen, sodass Landshut vielleicht auch noch abrutschen kann auf Platz 8, wenn dann Freiburg sich jetzt ein bisschen absetzen kann, die heute in Dresden spielen, also wieder auch interessant für Krefeld. Also es ist irre viel Spannung dabei, es ist so viele Querverbindungen mit dabei. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal nach 2,5 Stunden drauf, wie es dann aussieht. Verrückte DL2. Definitiv. Wir wollen auch auf die Tabelle blicken, um es noch mal mit Zahlen zu belegen. Und auch da natürlich die Kassel Huskies ganz oben an der Spitze. Aber für alle anderen Mannschaften geht es doch noch um wichtige Punkte, auch um die Tabellenposition zu festigen. Und wenn man jetzt wieder die Partie hier der aus Regensburg, Armin und Jonas, herauspicken möchte, Krefeld auf Platz 5, ich habe es angesprochen, 3 Punkte hinter Dresden. Beide Mannschaften spielen am Sonntag gegeneinander. Ähnlich wie bei den Eisbären auf Platz 9, 68 Punkte, 5 Punkte vor den Eispiraten Grimmitschau. Auch da kommt am Sonntag zum direkten Duell. Also man könnte sagen, die Spielplanmacher haben alles richtig gemacht und ein gutes Näschen bewiesen. Ja, und der Eishockey-Gott hat einfach mal gut zugelangt. Also das kann natürlich auch sein. Naja, ich finde es super spannend und genau das muss der Eishockey ausmachen. Und nicht so, ich habe 20 Spieltage vor Ende, ist schon alles klar. Wie jetzt zum Beispiel in der Oberliga, wo schon seit 5 Spieltagen feststeht, dass Passau in den die Saison beendet hat, wo die 2 Play-Down-Teilnehmer und wo die Playoff-Teilnehmer feststehen seit 8-9 Spieltagen. Also irgendwo langweilig. Also da habe ich lieber sowas, was uns natürlich auch betrifft. Aber lieber habe ich so irre viel Spannung mit dabei, als dass ich schon weiß, was ich zu tun habe. Also das macht den Sport aus. Tolle Atmosphäre übrigens in der Donau-Arena. Wir hören es im Hintergrund ein wenig proppenvoll wieder. Regensburg wird voraussichtlich den höchsten Zuschauerschnitt aller Zeiten schaffen. Der liegt im Moment bei 3299,7. Ganz genau statistisch erfasst. Aber es werden dann nach diesem Spiel die Quoten nochmal nach oben schnellen. Über 3300 dann im Schnitt. Also in der 60-jährigen Eishockey-Geschichte Regensburgs ist das schon eine Hausnummer. Ja, dann sagen wir an dieser Stelle schon mal danke an dich, Jonas. Wir sehen dich hier in der zweiten Drittelpause wieder. In der ersten Drittelpause wirst du von Richard Diebisch abgelöst. Und dann geben wir jetzt in eine kurze Werbeunterbrechung und dann nehmen euch die Kommentatoren Marco Rinner und Philipp Vogel in entgegen. 20 Minuten gespielt hier in der Regensburger Donau-Arena. Nach 20 Minuten 0:4 aus Sicht der Eisbären. Wie vor der Partie angekündigt, jetzt Richard Diebisch zur Analyse bei uns im Studio. Hallo Richard. Hallo. Hallo Richard, zuerst mal die Frage, wie geht es dir? Du kannst heute aus Regensburger Sicht natürlich leider nicht mitmachen. Ja, ich bin natürlich ein bisschen nervös, also das ist nicht meine Rolle hier. Ich fühle mich immer besser auf dem Eis, aber ja, ich bin momentan verletzt. Also ich kann nur unterstützen Team in dieser Rolle oder im Kabine. 4:0 für Krefeld, Regensburg mit vielen Chancen, Schussverhältnis 14:9 für Regensburg, aber es steht 0:4. Deine Meinung zu den ersten 20 Minuten? Ja, was kann ich sagen? In meinen Augen war Spiel war nicht so schwer, aber Ergebnis ist 4:0, das ist momentan Debakel, aber wir sind Eisbären, wir spielen bis Ende natürlich und wir wollen Überraschung alle Leute hier. Du warst gerade in der Kabine, es war still. Ja, natürlich. Also das ist nicht leicht für den Kopf, dieses Spiel. Wir wissen, über was wir spielen jetzt. Und 4:0 ist nicht optimal. Natürlich, wir jetzt haben 40 Minuten, wir suchen unser Selbstbewusst. Und Selbstbewusst ist wichtig jetzt. Jetzt wollen wir mal schauen auf die Szenen des ersten Spielabschnitts. Wollen Sie mal ein bisschen analysieren, haben einige Szenen vorbereitet, wollen beginnen mit dem ersten Tor für die Pinguine aus der dritten Spielminute. Macwood war es. Ja, aber diese Szene war gerade auch in Vorbereitung vor dem Spiel, weil Marcel Miller ist brutal gut
vor Screen von dem Torwart und er ist hier allein. Ja, gute Bewegung in unserer Offensivzone von Krefeld und ja, sie haben Momentum nach diesem Tor und leider, sie spielen sehr gut im Abschlussphase, gerade von unserem Torwart, weil seine Aktion, das dritte Tor war tolle Aktion, wirklich, also leider. Ja, dieses Tor war wichtig für Momentum auf Krefeld-Seite sicher. Die Eisbären haben sich davon aber, sage ich mal, nicht geschockt gezeigt, haben weiter sich Chancen erspielt. Wollen wir mal auf einen Lattentreffer von Thomas Schwamberger schauen. Ja. Ja, war Latte oder Fanghand? Ja, Latte, Fanghand, ja. War die Fanghand. Aber letztendlich ist es vielleicht auch bei den Eisbären jetzt, wir reden immer über die Kaltschnäuzigkeit und die Effektivität, fehlt vielleicht auch ein bisschen im Moment das Glück im Abschluss? Ja, definitiv. Und vor dem zweiten Tor, vor dem Break, wir waren zwei, drei große Chancen. Wir haben 2 Minuten Powerplay. Ich denke, wir haben gut gespielt in der Zone. Wir haben also gefährlich, aber leider... Wir schaffen nicht, also bei Fataryga Wechsel schon, wir haben noch einen auf dem Eis und sie nutzen diese 2-1 schnelle Aktion für das zweite Tor. Das ist einfach ein schade Moment, also 1-1 oder 2-0 war, ja, das ist Unterschied. Ja. Wollen wir weiterschauen auf die nächste Szene, wieder eine Chance der Hausherren, der Eisbären. Ja, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, das war jetzt ein kurzes technisches Problem, aber jetzt kommt die Szene, Schiller von der blauen Linie eigentlich getäuscht und dann, ja, Pipo dann mit dem Pech wieder. Ja, ein bisschen, also wir müssen stehen auf dem Spitze, im Spezial vor dem Tor, also das ist jetzt momentan ein Unterschied zwischen uns und Krefeld, aber wir haben noch 40 Minuten etwas zu wechseln, das ist gut, wir Chancen immer hatten und ich hoffe, wir haben im zweiten Drittel auch ein paar gute Chancen. Ja. Dann wollen wir noch eine Chance anschauen von Miller, von den Pinguinen. Für mich einer auch der auffälligsten Spieler heute bisher in den ersten 20 Minuten. Versucht es da aufs kurze Eck von Williams. Ja. Ja, viele Chancen gab es, oder was heißt viele Chancen? Es gab weniger Chancen bei den Pinguinen, wir haben es angesprochen. Jetzt wollen wir aber eine Szene diskutieren. Da gab es im Break der Eisbären eine Strafzeit gegen die Eisbären. Wir haben die Szene mal vorbereitet. Nikola Gajowski, man sieht es jetzt am linken Bildrand, bekommt hier die Behinderung. Ist das aus deiner Sicht wirklich 2 Minuten Behinderung oder ist das schon sehr hart gepfiffen? Ja, Wir sehen Gajos Reaktion nachdem diese Strafzeit. Gajo ist ein ganz ruhiger Spieler, also ein ruhigster, den ich kenne. Und er fühlt, das war keine Behinderung. Also in meinen Augen auch. Ich habe auch nie gesehen auf Foul. Aber das ist eine Konsequenz für dieses Spiel. Wenn Jiri macht dieses Niveau, dann okay und schauen wir mal, was ist los im nächsten 40 Minuten. Armin, du hast ja auch schon, ich glaube, mehrere tausend Eishockeyspiele zu Hause und auswärts gesehen. Kannst du dich an so eine Situation erinnern? Sehr harte Entscheidung. Sehr hart. Ja. Okay, und dann? Aber ich stehe auf der Bank und ich habe ein paar Mal geguckt auf den Bank von Krefeld und wir haben schon 2 Powerplay und sie macht also großen Druck auf Jiri. Die Assistenttrainer, also immer ihm etwas zeigen und sie hat reagiert auf alle einen kleinen Kontakt. Also vielleicht nach zwei unserer Überzahl, Jiri war unter Druck und macht ihm auf diese Chancen. Okay, wenn es dann aus Regensburger Sicht nicht läuft, dann wollen wir jetzt auf die weiteren Tore des Spielabschnitts blicken. Das sind 1 Minute und 47 Sekunden für die Eisbären zum Vergessen. Hier erstmal das 2-0 von Tufto in der 16. Minute. Natürlich, Richard, eiskalt, oder? Aber wie ich habe gesagt, das Aktion vor, wir hatten eine große Chance. Corey kommt, ich denke, alleine von dem Seite auf dem Tor, hat Schuss nach Schuss. Dann leider, liegt auf dem Eis, vielleicht kein Tor. Und in meinen Augen am besten Spieler in der Liga, also Miller mit Golden Helm. Er hat dominiert, letztes Spiel 2 Tore im Krimmenschau. Wir haben wirklich fleißig vorbereitet auf ihn, aber diese Aktion zeigt seine Qualität. Mhm. Weil das war 2-1, das war wie ein Lernbuch, also schöne Pass, unten Schläger, im guten Abstand vor dem Tor und natürlich also die schwereste Situation für Devin ins Tor. Also
Eine Seite ist also unsere Fehler, aber die zweite, wir müssen Qualität vom Gegner. Also diese Aktion war toll. Dann müssen wir jetzt ein bisschen auf die Zeit drücken, schauen auf das 3:0 von Viktor Knaubmann. 1:12 später, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Ja, wir sehen hier nicht die ganze Aktion, aber schau unseren Einsatz. Wir wollen die Schuss blocken und eiskalt von Spieler von Krefeld und schöne Pass auf Backdoor. Das ist also Konsequenz nach 2:0 Führung. Also Krefeld hat großes Selbstbewusst und sie wollen jetzt also Abschluss spielen zum Offentor. 35 Sekunden später dann nochmal das bittere 4:0 wurde ja per Videobeweis entschieden. Ja, also ich habe den Puck drin gesehen, sofort eigentlich. Ich habe mich dann gewundert, dass die Schiedsrichter erst später nochmal Videobeweis angeordnet haben und nicht gleich auf Tor entschieden haben. Ja. Ja, man sieht es deutlich. Deutlich, also nichts zu rütteln an der Entscheidung und somit ja, steht es 4:0 nach 20 Minuten. Wir sehen es hier durch unsere Kabinentür schon. Die Mannschaften sind zurück auf dem Eis. Richard, wir sagen schon mal vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Wir wünschen dir natürlich gute Genesung und vielleicht klappt es noch mit einem Einsatz in dieser Saison. Ja, Entschuldigung mich für meine Deutsch. Ich verbessere mich für das nächste Mal und danke für die Einladung. Und jetzt schnelle für Überraschung umdrehen dieses Spiel. Wir haben alles verstanden, Richard. Passt. Ja. Dankeschön, gute Besserung. Danke. Dann geben wir ab zu den Kommentatoren. 40 Minuten gespielt in der Regensburger Donauarena. 0:6 nach zwei Dritteln für die Gäste aus Krefeld. Wir haben wieder getauscht auf der Expertenposition. Jetzt wieder Jonas Leserer an unserer Seite. Jonas, aus Regensburger Sicht ein bitteres Spiel. 0:6. Ich würde mal sagen, das war im zweiten Drittel eine Machtdemonstration von Krefeld, allen Respekt. Ja, auf jeden Fall, da muss man einfach klar gestehen, da sind wir noch zu blau hinter den Ohren, das hat gar nicht funktioniert, wirklich gravierende Fehler in der Defensive, in der Offensive, im Mittelzone, also eigentlich überall. Da war eigentlich so wirklich zwei Klassenunterschiede in dem Fall und deswegen verdient Krefeld auch mit 6:0, also ganz klar. Max Kaltenhauser, der Regensburger Trainer, wollte nochmal ein Zeichen setzen, hat den Torhüter vom Eis genommen, nach 20 Minuten, ja, nicht während des Spiels, für Devin Williams, Patrick Berger dann gekommen, der am Anfang eigentlich gut reingekommen ist, aber wir werden es dann später noch sehen, gegen die Gegentore konnte er nichts machen. Ja, das war eigentlich keine Strafe jetzt für den Willi, das war eigentlich eher Schützen gegenüber dem Willi, weil er ist ja wirklich allein gelassen worden, weil das erste Tor, das passiert halt mal, Schuss von der blauen Linie wird noch irgendwie abgefälscht, du siehst die Scheibe nicht, rutscht halt mal durch, mein Gott, das passiert halt nach zwei Minuten, aber auch hier Respekt an Krefeld, die einfach mal die einfachen Dinge machen, einfach mal die Scheibe zum Tor bringen, die einfach mal wirklich spielen und dann auch die kleinen Sachen. Es geht einer fast Tor, es nimmt dir die Sicht. Du hast jemanden, der geradlinig spielt, die schnell zum Tor ziehen. Absolut verdient der 6:0-Führung für Krefeld. Du warst ja schon bei vielen Niederlagen der Eisbären dabei. Du bist ja dienstältester Spieler in den Reihen der Eisbären. 0:6 nach 40 Minuten zu Hause, das hat Seltenheitswert. Aber die Jungs müssen sich zusammenreißen. Letztendlich kann auch die Tordifferenz entscheiden. Ja, klar. Und da haben wir heute bisher natürlich jetzt jede Menge auf unseren ärgsten Konkurrenten Krimitschau verloren. Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist für die Jungs jetzt eigentlich zweitrangig. Das Wichtigste ist jetzt wirklich, du musst jetzt in das letzte Drittel gehen, die letzten 20 Minuten. Musst du jetzt hernehmen, dich selber aufbauen, dasselbe Selbstvertrauen geben, ob du jetzt noch ein Tor schießt oder nicht. Du musst einfach versuchen, in der Defensive jetzt die Fehler zu minimieren gegen null. Und dann versuchen, mit einem guten Gefühl aus dem letzten Drittel rauszukommen und die anderen 40 Minuten einfach mal ausblenden und dann wirklich mit einem klaren Kopf auf Sonntag schon fokussieren. Sonntag vielleicht das Endspiel in Krimitschau, wir wissen es noch nicht. Im Moment führt Bad Nauheim gegen Krimitschau 2:1. Das würde aus Regensburger Sicht reichen, aber das geht so schnell im Eishockey. Wir wissen es. Tobi, wichtige Szenen des zweiten Drittels. Wollen wir anfangen mit einer Chance der Eisbären. Viele Chancen ja stehen im Buche, aber noch nichts Zählbares. Schmied war es. Ja, der Christoph hat da die Scheibe, schießt einfach mal so ein hervorragender Safe da von Belov, der die Stockhand noch gerade runterkriegt. Das ist so der ekelhafteste Spot, wo du jemanden erwischen kannst. Das ist so Stockhand halb hoch, genau über der Schiene. Hat der Christoph eigentlich super gemacht, aber auch Belov hervorragend gehalten. Da zeigt sich wieder die Klasse von ihm. Dann schauen wir auf den fünften Treffer der heutigen Partie. Leon Niederberger mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend. Ja, natürlich ein klasse Pass von 98. Ich glaube, es war Weiß, wenn ich mich nicht alles täuscht. Darüber durch die Verteidiger durch. Jetzt sehen wir es hier nochmal, da kommt er ein bisschen zu spät. Hervorragender Pass und dann Direktabnahme, nicht lang Fackel, leeres Tor. Klasse rausgespielt.
Ja, kann man nichts hinzufügen. Ja. Schauen wir mal, wir haben ja den Torhüterwechsel thematisiert. Ja. Patrick Berger mit einem sehenswerten Save für die Eisbären. Ja, das war ja der ewig lange Aufbaupass von Marcel Müller. Der war, leider haben wir den jetzt nicht im Highlight. Also der war eigentlich das Highlight an der Szene für mich. Aber dann natürlich auch super gemacht vom Stürmer, einfach mal einen Verteidiger und einen Torwart ausgefahren. Aber dann zum Glück der Pfosten und Patrick Zerschläger im Weg. Also auch gut aufgepasst von von Patrick. Aber wie gesagt, der Pass von Marcel Müller eigentlich dann da nach vorne, das war eigentlich das Sahnehäubchen an der ganzen Szene, die jetzt leider gefehlt hat. Also der Pass war giga. Der war. Jetzt setze ich wirklich die Vereinsbrille, die wir sowieso nie aufhaben, aber manchmal vielleicht. Also der war echt. Aber das war einfach toll. Das war ein super Pass, super fürs Eishockey, super zuzuschauen. Was man den Eisbären auch nach dem 5-0 bisher nicht absprechen kann, ist ja die Moral. Wenn man die nächste Szene anschaut, Andrew Chambry mit dem Block, also es wird immer noch alles reingeworfen. Wobei das jetzt eine... Ja, Offensivszene, der wurde da geblockt von der 16. Ja, der hat gescheit wehnt, ich saß da genau daneben, der hat dann genau hier am Oberarm getroffen, der hat gescheit auf die Zähne gebissen, aber auch, da muss ich echt sagen, Respekt, Krefeld bei 6-0 Führung, 5 Mann defensiv, ich schmeiß mich in jeden Schussblock, ich glaube, wir haben in Summe 5 Schüsse gehabt aufs Tor, wovon 2 Pfostentreffer waren, also der Rest wurde komplett weggeblockt von der Defensive, also wirklich hervorragend, was die Jungs da in der Defensive machen, gefällt mir hervorragend. Wir haben vorher mit Richard Diewisch zusammen das Glück oder das fehlende Glück der Eisbären angesprochen. Auch jetzt wieder eine Chance der Eisbären ging an die Latte. So steht es zumindest auf meinem Zettel. Ja. Wie gesagt, fehlt da den Eisbären das Glück in der nächsten Szene. Ja, da hat Lars hat die Scheibe eigentlich gut reingespielt bekommen. Man sieht es jetzt hier vom Christoph wieder, wir gehen 2-1, hat kein Passbahn, muss schießen, trifft dann wirklich quer die Latte, geht hoch ins Netz. Jetzt sieht man es gut, da ist der Hintertor. Jetzt kommt der Pass rüber auf den Lars, der dreht sich rein, hat ihn auf da vorne, jetzt geht er genau auf die Latte. Wäre Belauf jetzt endlich mal geschlagen gewesen, wäre gut gewesen für das Selbstvertrauen. Es ist halt so der Tag, da passt gar nichts zusammen und Schmei ist halt so. Wir müssen jetzt einfach nur auf Nauheim hoffen. Ein Tor sind wir noch schuldig, das ist das 0-6. Wieder ein Doppeltorschütze, Knaub war es, die 96. Ja, das ist, da kann er noch mit Patrick kann eine Kaffeegrenze hier machen, so viel Zeit wie er da hat, wurde einfach vergessen. Und jetzt sieht man es hier, super, passt auch wieder vor das Tor, er probiert es einmal, zweimal und dann schlägt dann. Ja, mei, das ist, wenn die Scheiße bergauf rollt, dann kannst du es nicht mehr stoppen. Und so ist halt heute. Müssen wir damit leben, wir müssen das Beste draus machen. Wie gesagt, letzten 20 Minuten Mund abwischen, nach vorne blicken und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Tolle Leistung von Krefeld, unbestritten. Regensburg wird aber dagegen halten im letzten Drittel, das kennen wir von den Eisbären und wir drücken Bad Nauheim aus Regensburger Sicht die Daumen. Jonas, du warst ja ganz kurz abschließend noch mit in der Kabine. Kann man zu Konstantin Ontl schon was sagen? Der ist ja die letzten Wechsel nicht mehr in der vierten Reihe dabei gewesen. Ich habe ihn jetzt mal ganz kurz gesehen in der Kabine, war noch nicht geduscht, deswegen keine Ahnung, ich weiß es nicht. Müssen wir mal abwarten, was die Ärzte jetzt dann auch sagen. Die haben jetzt in der Drittelpause angeschaut und dann schauen wir mal weiter. Gut, dann sagen wir danke hier aus dem Studio, geben wieder hoch zu den Kommentatoren, zu Marco Rinner und Philipp Vogel und wünschen euch viel Spaß beim letzten Drittel.